auf E1 spotten. Hättest du da Interesse, diesen Scout mit drei Schüssen zu begrüßen? Düne. Ich fahre die Düne hier vorne. Ganz genau, normal. Ja. Wollen wir den mal, ja. den Scout gleich mal rausjagen aus seinem Busch? Wenn er da oben reinfährt. Ich werde ready sein. Gut, dann mach mal drei Schüsse klar für den Scout. Warte mal, der erste Schuss ist nachher eh für den Typen. Ich muss mal ausprobieren. Wie schnell das Ding ist. Wahnsinn, ey. Krass. Echt heftig. Okay, der fährt nicht rein. Der sitzt entweder woanders. Der ist nicht reingegangen. Der ist ja nicht. Ja. Aber da steht safe oben irgendwas in diesem Busch da hinten. Nee. Oh. Nein. Nein, da oben den. Was ist das da? B, C1, C1. Ja, ja. Genau. Ja, hab ich auch schon versucht zu spotten. Kriege ich nochmal was auch auf. Ja, aber bestimmt ist da irgendwas reingefahren. Nee, das würde ich sehen. Vielleicht nur, wenn es eine ISO ist oder so mit 4 Tarnwert. Da ist nichts drin. Oh doch, aber unser Renegade wird von da beschossen. Kann aber auch weiter unten sitzen. Hat die hat. Naja, ich würde das eigentlich aufkriegen. Hätte ich gesehen, wenn. Also es steht dann weiter unten. Was ist denn das da oben? Was waren das da oben? Kampfpanzer. Okay, ah, schau mal hier. Lass mal los. Da ist die Badget. Hä, warum kommt er mit 750 HP hier an? Ich habe ihn nicht geblendet. Warum kommt er? Der hat einfach, der hat so gespawnt, weißt du? Ne, irgendjemand hat ihn da geblendet, der ist aus dem Busch raus. Lol. Frage ich mich, wer ihn da wieder geblendet hat. Das ist nicht erfahren. Wer kommt da doch? Der Frust, der ja, wahrscheinlich. Der Renegade, nee, da hat wahrscheinlich... Aber nicht. Was hat der? 750 von 1000? Ja, nee, das passt nicht. Irgendwas mit weniger Alpha. Oder unser LP vielleicht. Verpiss dich, Badchat. Alter, der Snapshot. Das ist so, also das Gunning insgesamt ist schon witzig. Hier. Der will da rein. Tracked. Oh Mann. Ich hab nichts dafür bekommen. Aber weißt du, was ich bekommen habe, den vollen Spot? Ich habe nichts. Ich habe noch null Schaden. Und weil mein Schuss ist zu weit nach rechts geflogen, kriegt das Track-Symbol und dann platzt er danach. Wie er vor allem mit diesem Riesenkübel da oben rein wollte. Also ich bin voll ja auch... jetzt halt. So. Voll spät, genau. Ach, Mensch, ey. Was ist das da unten, ey? Wild. Wir müssen noch ein bisschen Geduld haben. Ich glaube, der ganze Saft, der kommt noch. Aber unser LP hat gerade übelst voll HP reingeschmissen. Ne? Also da muss doch schon was stehen da oben. Ja, klasse, dann kann ich wenigstens mal meine DPM an dem später austesten. Ja, vielleicht steht da oben was. Also der Renegade schießt die ganze Zeit da hoch, wo du auch reingeschossen hast. Aber ich glaube doch, dass es weiter hinten steht. Ne, jetzt schießt der Renegade auch dahin. Kurz übermütigen T-44 geholt. Ja. Ah, die hat. Der Renegade geht anscheinend auch immer wieder auf. Also ich denke, dass hier in der unteren Buschreihe noch irgendein TD... Da, schau mal. Den habe ich gespottet. Holy shit, Costa. Lass es klingeln, Mann. Letzter Schuss. Oh. Macht nichts. Das hat geschmeckt, ey. Muss ich meinen übermäßig mega lang... Ah, er schon wieder. Ach nee, jetzt ist eine IS-6 auch noch offen. Sollte nicht zu gierig werden da. Ich lade jetzt mal Heat, ganz ehrlich, weil es sind da noch zu viele Heavy-Sets hier, die noch leben. Ich habe Crit gemacht auf die E6, ist bitter. Die Badget, wenn die tot ist, können wir was machen. Ja, reload. Reload. Ich habe 700 Damage und du hast 1000, 2000 Damage. Da Tiger habe ich auch aufgegeben. Mhm. Wo ich ihn spotte, Mann. Ich musste gerade der Badget noch eine mitgeben. Ja, super. Die war auch, ist auch wichtiger als der Typ, weil der stirbt auch. Arti da. Mhm. Der schießt die ganze Zeit auf den Renegade und dann jetzt auf dich. 408, ey. Egal, brauchst du hier nicht die HP. Ja, aber bei meinem Glück krieg ich gleich einen Hit. Ein Kennschott auf Feuer. Das Gute ist, er... Psst.
erwischt. Aber ich habe immerhin der Bettet bei ihm so, was ich schieße, ich fährt einfach mit durch die Ballerei. So. Ich dachte so, okay, ich schieße erstmal auf den noch einfach ein. Durchgefahren durch den Schuss, ja. Ja, das Trottel. Ja, der ist auch wichtiger, dass der rausgeht jetzt, weil wenn der weg ist, dann. Der geht raus. Der fährt immer zu hoch. Da war's. Ja, siehst du, was sage ich doch. Fährt immer so hoch, dass vom Berg weg. Vom Berg vor allem, da oben raus. Das ist doch fast schon out of render, Mann. Wenn da jetzt was aufgeht, bin ich da. Okay, warte, dann mache ich ein bisschen was. Mach mal langsam, weil der E75. Ich aufpasse, dass ich von rechts nicht gespottet werde. Oh, warte kurz, ich muss auf den Hill. Mach entspannt, weil ich fahre jetzt noch nicht weiter rein. Hey, Dexatrof, moin und Bot with Fame. Ich wünsche dir jetzt schon mal eine gute Nacht, ne? Was geht dir zu? Jawohl, Ferdinand auf dem Berg geht spotten, guter Mann. Ja, moin. Heute gehen sie alle spotten. Er sieht aber nichts, das ist schlecht. Okay, warte, ich fahre jetzt, soll ich jetzt ein bisschen durchfahren? Ja, warte, ich bin gleich wieder fertig. Okay. Jetzt geht's los. Achtung, geht los. Ich hab noch 5 Sekunden, mich voll. Ich mache halt jetzt extrem viel Spot, was soll's. Kannst du den oben fokussen, diesen Hund? Ja, ist egal, die sind ja eh schon alle Rippets hier. Mach einfach Damage. Scheiße, das ist nicht mein Spot. Leer. Macht nichts. Ich gehe auf den T4. T4 wird tot. Oh, da ist der Wichser. Mach ihn weg. Das ist krass, Alter. Jetzt darf die Iso nochmal schießen, kommt. Jawohl, Iso. Ui! Nein. Sorry, der muss auch mal Damage haben. Ich will jetzt hier einen Ace rausholen aus der Runde. Ich habe aber auch ein Pech. Es gibt noch einen Scorpion, der noch nie offen war. Mal schauen, ob ich 10.000 Combine schaffe. Na dann, dass wir das Ace haben. Dann will ich das Ace haben, oder? Weißt du, das Schlimmste war, ich habe heute der zweite Klasse bekommen, ne? Aber ich gehe davon aus, wenn ich die 2 Kills, die mir genommen worden sind, noch dann gehabt hätte. Dann hättest du Ace, ja. Dann wäre es wahrscheinlich von 2 auf Ace eventuell. Ja. Oh, da ist er. Warte. Einmal noch schießen auf den. Ja, ich brauche aber auch noch ein bisschen was. Ich bin ja hier mit dem auf dem Gunmark auf dem Account. Ja. Er hat verstanden. Der hat auf den Ferdinand geschossen. Der hat auf den Ferdinand. Ich dachte schon, ich war wohl so nee, nicht. Der war schon auf den Ferdinand eingeaimt. Das wäre schon echt fail. Ach, nur 9000 Combine. Mal schauen, wenn das Blind dabei ist. Nur mal schauen. Boah. Aber da merke ich schon ein bisschen, das Ding hat Potenzial. Das war jetzt noch nicht mal wirklich. Das war ja noch nicht mal. Hat ja noch nicht mal viel ausgereizt. Ja, ist auf jeden Fall ein M. Yes. Und 8000. Ach übrigens, du hast dich doch gewundert, wer den Badget zu FT am Anfang getroffen hat. Du. Okay, das ist von deinem Alpha-Schaden her passt's. Ja, deswegen. Ich habe halt geguckt, LP und ich, die einzigen, die das hätten machen können. Ja, nice. Aber weißt du, wo er dann gestanden haben muss? Unten oben in der, auf C1. Na, aber nicht ganz oben, oder? Doch, im Busch, direkt drin, auf C1. Na. Ach so, Safe-Gone. Da hinten. Safe-Gone. Okay, da schon, ja, das schon. Aber, da stand er drin. Genau, ja, ich hab 2 Schüsse geschossen. Ja, okay. Einen ja. in den Busch und einen dahinter. Ja. Der dahinter ist in den Boden gefallen und der im Busch sah halt, da kann ich halt nicht nachvollziehen. Ja, der Renegade hat ja auch immer da in die Richtung geschossen und ist auch immer von dem aufgegangen. Renegade ist jetzt auch ein guter, besserer Spieler. Renegade hat halt deutlich höheren Alpha. Ja, ja, der hat das nicht getroffen, aber er hat gerafft, von wo er aufgeht, beziehungsweise wo er hinschießen muss. Aber er hat ihn halt nicht. Aber auf C1 sich hinzustellen. Das ist mit einem Light Tank ist halt Fail, ja. Gut, also jetzt ganz kurz, was haben wir geschafft? 8.800 combined ungefähr. 8.900 combined, 3 Kills und 1.886 Basiserfahrung. Schmeckt. Und damit habe ich auch das Ace. So kann es weitergehen mit dem Panzer, ja. Damit habe ich das Ace und es kommt dann auf YouTube.